Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der 37. Folge, immer noch am 13.01.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer das herzliche Dankeschön und zwar diesmal an Söldner LP. Der Söldner hat nämlich am 8.05.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 815. Der Söldner LP verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns direkt in der Situation, dass wir die Atma belagert haben. Allerdings wollte ich hier nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Und zwar habe ich in der Taverne gesehen, die Waren gibt es hier noch. Da muss ich mal schauen. Baukunst, okay. Sturgeher ist jetzt erstmal egal. Ist schon mal geizig, das ist schon mal gut. Ehrlich, kühn ist auch okay. Barmherzig. Nee, ihr kennt meine Hausregel, da sage ich nö. Denn mir ist aufgefallen, bei unserer Familie, hier, die Wulpe, ist das Problem, dass Alea zwar schon 17 ist, aber wir kennen das Problem, die werden irgendwann zwangsweise rausgeheiratet, weil man wird einfach genervt ständig irgendwelchen Heiratsangeboten. Und da würde ich sie tatsächlich eher benutzen wollen, um wirklich eine Allianz zwischen einer, also zwischen einem Clan und unserem Clan zu schmieden, wenn es irgendwie geht. Irgendwas war doch da machbar. Oder sogar mit einem anderen Königshaus vielleicht sogar. Müssen wir mal schauen. Dann Phasos. Der wiederum wäre ja dann derjenige welche, der dann die Baukunst machen würde. Es dauert aber in-game noch mindestens 4 Jahre und das ist mir zu lang. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal einen Ingenieur suchen oder Ingenieurin. Aber meine Ausrede bleibt bestehen, die Eigenschaften sollen schön fies sein. Gut, damit sind wir durch. Ich habe nochmal geguckt, wie Truppen und rekrutieren und schmieden und so weiter und so fort. Aber hier ist nichts, deswegen wir gehen. Wie hoch ist jetzt eigentlich die Garnison? 85, gut. Ich bringe jetzt überschüssige Truppen, mehr oder weniger überschüssige Truppen nach Resos. Denn da ist unsere Garnison viel zu klein. Vielleicht legen jetzt unsere Leute sogar noch ein bisschen was rein hier. Wäre cool. Ich glaube es aber weniger. Denn viele sind verwundet. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Gut, in der Belagerung konnte ich euch jetzt natürlich auch nicht die Mod zeigen, die ich gestern noch vorgestellt habe. Moment. Führung 100? Jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. 50% mehr Ansehen aus Schlachten. Sehr gut. Rekrutierte Truppen starten mit einer Bonuserfahrung von 200 EP. Oder alternativ, von euch befehligte Truppen mit Rang 3 oder höher ignorieren, einen Rückzug wegen zu niedriger Moral. Übersetzungsfehler, ne? Mir befehligte Truppen 3 und höher, das sind die berittenen Bogenschützen auf jeden Fall. Und sie würden sich niemals zurückziehen. Das macht aber wenig Sinn in dem Fall. Ach nee, das ist Truppführer! Das ist Truppführer allgemein! Okay, und Nicht-Räubergefangene werden 30% schneller konvertiert. Ah, was wähle ich? Mehr EP oder dass sie sich nicht zurückziehen? Obwohl, zurückziehen ist eigentlich keine Option. Flucht nach vorn. Ne? Deswegen sage ich lieber hier mehr Ansehen und mehr EP für frisch Rekrutierte. Ja. Gut. Jetzt Garnisonverwaltung. Nein, vorher was anderes. Hier schauen. Denn es ist wieder alles durcheinander. Ein Bogenschütze kann rausgehen und theoretisch gesehen 4 Kavalleristen. Ja. Garnison. Bogenschützen nehmen wir wieder ein von den niedrigleverigen. Und Kavallerie ebenfalls. 1, 2, 3, 4. Och, schön. Wir haben fast komplett Elite hier mittlerweile. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Gäule, ne? Damit sie aufsteigen können. Ey, wo ist das Tooltip? Achso, steht gerade nicht hier. Weil ich in der Dingens bin, im Hin- und Herschubsen. 43 wieder. Naja, besser als nichts. So, ich selbst kann jetzt auch endlich den Legionär rekrutieren. Oh. Und ein Rekrut möchte aufsteigen. Schildinfanterie. Sehr schön. Okay. Und hier sind noch 3, die rekrutiert werden wollen. Sehr schön.
Ach so, siehst du, wenn der hier kommt, dann kann ich ja eigentlich noch einen weiteren Bogenschützen. Ja, ich lege noch einen weiteren Bogenschützen in Garnison. So einen hier. Sehr schön. Gut. Verwaltung, wie sieht's aus? Bist du schon vorwärts gekommen? 16 Tage noch, alles klar. Das sieht gut aus. Wie sieht's mit den Dörfern aus? Sie wachsen grundsätzlich gut. Okay. Man könnte sich jetzt auch angucken, was die Dörfer brauchen vielleicht, aber ich sehe gerade, sie haben keine Mission, ne? Okay. Hier ist es durch, das Thema. Wo gehst du jetzt hin? Gersigos. Ist Gersigos? Wo zum Geist Gersigos? Entschuldigung? Wo ist Gersigos? Ich sehe es nicht. Da! Wäre es nicht angebracht, erst mit dir zu belagern? Weil der rennt uns doch jetzt hier in feindliche Armeen rein, oder? Ich werde einige Zeit hier warten. Oh, die hat mal. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ich werde nicht mal vorgeschlagen! Sauerei! Boah! Nö! Schalt mich raus. Ja, und er beansprucht es für sich gegen den Rat seiner Ratsmitglieder. Natürlich! Oh! Look on, du Sack! Friedensabkommen anbieten 50. Momentan 0 Unterstützung. Okay. Aber mit der Unterstützung kann ich ja wiederum mit vielen Einflusspunkten kann ich ja die Unterstützung ändern. Vorausgesetzt, Lukon stimmt zu. Ich werde trotzdem einige Zeit hier warten. Und dann werde ich mit ihnen zusammenreisen. Aha! Aha! Was haben die vor? Das gibt jetzt ein Massenklatschen, ne? Das gibt jetzt ein Massenklatschen. Wir speichern. Für alle Fälle. Wie ist der Trupp zusammengestellt hier? Oh, 80 Gefangene. Vor den Sturgern wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist jetzt doof, dass wieder die Leiste so lang ist, dass man die nicht scrollen kann, ne? 80 geübte Infanterie. 62 imperiale Infanterie. Recht viele Bogenschützen und Armbrustschützen. Knapp 100, würde ich sagen. 120, weil ich gerade noch Feldwebel Armbrustschützen sehe. Oha, die haben Menauliatons 32. Das sind die Elite-Speerträger. Nochmal 63 Bogenschützen, also knapp 200 Bogenschützen sind dabei. Schwere Reiterei. Mhm. Allerdings können wir mit einer doppelten Überzahl da hoffentlich was reißen. Ich will mal gucken, was passiert. Oh, er rennt weg. Er kriegt eine Geschwindigkeit von 3,2 auf Tasche. Ich mit 3,5. Er mit 3,1. Wir können ihn holen. Und dann kommen die hoffentlich zur Verstärkung dazu. Aber nicht im Dunkeln, bitte. Ach, egal. Jetzt kann ich wieder bloß helfen. Ah! Ich hätte früher rausgehen sollen. Egal. Wir helfen. Ah, trotz doppelter Stärke sieht's nicht so rosig aus, ne? Wir haben ja schon gesehen, die führen jetzt viel Elite mit ins Feld. Und ich selbst bin auch noch so angeknackst. Ach du Heilige. Shit. Ich habe was vergessen. Und zwar, ich selbst trage keinen Banner mehr. Das wollte ich noch machen. Ja gut. Macht jetzt keinen riesen Unterschied. Ich meine, die paar berittene Bogenschützen, die wir haben. Aber okay. Jetzt ist aber offene Feldschlacht. Und jetzt können wir den Mod richtig anwenden. Ich meine, okay, ich hätte es auch wahrscheinlich in der Belagerung machen können, aber ich fand es da jetzt nicht sinnvoll. Wie ist die Karte aufgestellt, abgesehen davon, dass sie dunkel ist? Hier vorne ist eine kleine Schlucht, die aber keinen riesen Unterschied macht. Ich bin mich am Überlegen, ob ich eine zweite Front bilde.
mit meinen Truppen, weil wir gehen ja nur zur Hilfe, ne? Ah. Ja. Wir gehen nur zur Hilfe. Boah, ich führe einfach mal 100 Kavallerie an. Also unser Bruder eigentlich. Das ist schon geil. Da können wir die rechte Flanke bilden. Dann würde ich das zusammen mit den... Okay, ist ein bisschen buggy, ne? Kleines bisschen buggy mit der Mod, aber okay. Dann können wir das zusammen mit den berittenen Bogenschützen machen. Dann würde ich vielleicht tatsächlich das Kommando der Bogenschützen und Infanterie abgeben. Ja. Dann übernehme ich einfach die Kavallerie. So, ihr mir nach. Und ihr mir nach erstmal. Gegner stellt sich hinten auf. Er ist kavalleriemäßig weit unterlegen. Ich hoffe, du schnappst dir den Hügel da, Kumpel. Und dann würde ich mir jetzt hier drüben die Flanke schnappen. So, ihr seid noch da? Ja. Einfach mal mitten rein da. Okay. Was macht der Gegner, ist jetzt die Frage. Lol. Ah, da sind feindliche Kataphrakten auf jeden Fall. Die könnten wir aber recht schnell überrennen. Also dann, 4, Angriff. Hey, Chipu. Und das hat funktioniert. Sie greifen jetzt nur diese Einheit an. Nichts anderes. Und die werden gnadenlos überrannt jetzt. Hey, komm her hier. Aua. Ach so, wartet. Ah, das ist so doof, ne? Blickrichtung. So. Oh, das ist wieder einer von meinen gewesen. Das war meine Schwiegerin schon wieder. Das ist nicht verheißungsvoll, wenn ich ständig auf sie einschlage, ne? So, aber ich denke, die Einheit haben wir schön gefoppt jetzt. Oh. Lol, damit kann ich noch besser erkennen, ob es Freund oder Feind ist. Oh, okay. Na denn? Achso, immer noch hier. Mist, ich hab's doch kommen sehen. Ah. Halt, Moment. Wir wollen jetzt mal den Angriff auf den Rücken machen hier. So. Hallöchen! Nein, daneben. Popöchen. Geht doch! Unser Banner gerettet. Au, au. Nein, ich will nicht rausfallen. Ich will nicht rausfallen aus dem Sattel. Und guck mal, was jetzt für Knubbel entsteht hier. Ach so. Die britischen Bogenschützen dürfen wieder frei hantieren. Sich hier noch ein bisschen um die Reste kümmern. Ach, war einer von uns. Oh, der Baum ist ein Feind. Fällt ihn! Kann ich hier auch sehen? Oh. Ja, da hinten bitte, berittene Bogenschützen, 68. Warte, nein. Oh! Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Eins und zwei sind noch gut aufgestellt, sind aber auch befehligt von unseren Verbündeten. Da ist nämlich die erste Verstärkungswelle vom Feind. Oh, meine Grafikkarte. Die hasst mich gerade ein bisschen. Nein, da, Männer! Nein? Geht doch. Nein! Genau zwischen die Beine. Aber auf dem Boden. Geht doch. Hallöchen! Nein! Scheiß Bäume! Wer hat die erfunden? Wow! Wer hat sich diesen Mist mit den Bäumen ausgedacht? Schade. Boah, man sieht wieder nichts. Also man, kein Unterschied hier. Ah, der hat sich das anders überlegt hier. Also ich muss noch mal dazu sagen, ja, ich erkenne zwar mittlerweile besser die Farbunterschiede zwischen den Imperien, aber nur bei Tageslicht.
Nein, nix da. Geht doch. Ja, Angriffsrichtung, Blickrichtung ist viel besser jetzt. Die Angriffsrichtung damit zu bestimmen. Wenn ich den Feind auch erkenne. Das ist also reintritt dabei. Aua, jetzt muss ich mich auch langsam mal zurückziehen hier. Jetzt ist der Feind da hinten. Ja, das funktioniert jetzt mittlerweile, was gepatcht wurde, dass die Verstärkungen aus anderen Richtungen kommen, ne? Obwohl, wisst ihr was? Moment. Ihr erstmal mir nach, wir sammeln uns erstmal wieder. Ihr auch. Erstmal sammeln bei unseren Truppen. Weil wir stehen noch teilweise hier hinten, am Arsch der Welt irgendwo, ne? Kommen da gerade 68 berittene Bogenschützen? Wow. Sammeln, Männer! Lasst den Gegner kommen. Wir decken die rechte Flanke ab. Das ist auch so ein Luxus, muss ich gestehen, wirklich mit der mittleren Maustaste dann die Leute zu befehligen. Das macht echt Sinn. So, langsam rückt die Infanterie vor. Aber wir kriegen ein bisschen auf den Deckel hier gerade, wa? Oh, Leute, sind Feinde. Angriff! Aua. Hi! Nein! Ja, oh gut, okay. Ich muss vorher... Also das ist ein bisschen anders von der Steuerung her, wegen der Blickrichtung, als ich es gewohnt bin. Ich mache aus Reflex immer noch Bewegungsrichtung. Dass ich kurz vorher noch die, wenn ich zum Beispiel rechts schlagen möchte, nach rechts mich bewege. Hi! Au! Uncool! Hi! Ich weiß nicht, ob du Freund oder Feind bist, ist mir egal, ich schlag einfach drauf. Wow. Ich sollte mich mal ein bisschen zurückziehen. Ich will jetzt echt nicht umfallen, das wäre echt blöd. Aber gut, unsere Truppen sind am Machen und am Tun, ne? Ja, ja. Ich sehe mich gleich umfallen. Oh, hier ist ein Banner von uns, glaube ich. Das sind unsere, oder? Ich hoffe. Ja, das sind unsere, das ist gut. Das heißt, wir haben gleich gewonnen. Ja. Ach komm, alle Charge. Jut, wunderbar. Hart funktioniert. Bin ich zufrieden. Ein Toter nur auf meiner Armee, wo man merkt. Ja gut. Ah, ich habe noch bei den Verstärkungswellen und bei der Symbiose habe ich noch ein bisschen was umgestellt gehabt. Weil ich Verstärkungswellen auf unbegrenzt habe, kann es dadurch passieren, dass von meiner Truppe bei einem größeren Armeeverband teilweise gar nicht erst welche reingeführt werden ins Schlachtfeld. Und das sehen wir jetzt hier gerade wunderbar. Von meiner Truppe aufgestellt. Aufgestellt. Ich glaube nur 5, ne? Ja, wir haben 7 reingebracht von der ganzen Armee. Von meinem Trupp, so rum. Nicht von der Armee, sondern von meinem Trupp. Von meinen 113 Mann sind nur 7 ins Feld gekommen. Deswegen kriege ich gerade nur 3%. Was ich echt bescheuert finde, weil ich habe die Hälfte der Armee beigesteuert. Ich fände es besser, wenn man da wiederum das dem Armeeführer einen größeren Anteil geben würde. Aber gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir gehen trotzdem ansehen, Einfluss. Und vor allem, wir haben eine feindliche Armee mit 4 Elite vernichtet und dafür in Anführungsstrichen nur 200 Verluste in Kauf genommen. Achso, was habe ich denn verloren? Ein Rekrut, das ist geil, das ist okay. Und das war's. Nice. Gut. 380 Gold, das ist jetzt nicht so der Renner. Wir haben ihm geholfen, er ist übrigens verwundet. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Infanterie wieder gefangen nehmen. Den hier fangen nehmen. So, alle hier fangen nehmen, ja klar. Das, was ich nicht haben möchte, wird verkauft. Und diesmal achte ich drauf, dadurch, dass ich das gesperrt habe, kann ich nicht mehr automatisch alle anderen verkaufen. Oh.
So, erstmal happy happy. Dann? So, 2,6 haben wir jetzt, ja? Hat sich noch nicht geändert. Kamel, sind wir ehrlich, die werden geschlachtet oder verkauft. Oder wie schnell sind die? 48? Naja. Midland, 47. Tatsache, ein bisschen schneller. Hm. Aber gut. Tier zuerst. Was haben wir hier? Ah ne, Rüstungsrangeschlechter. Dreier Handschuhe. Moment. Ich muss hier immer noch mal ein bisschen durchgucken am Anfang, weil... Ah, guck mal hier zum Beispiel. Ich hab's nicht mehr auswendig im Kopf, wer noch was getragen hat hier. Okay. Schalmäßig und was Besseres für dich dabei? Nee. Na, guck mal hier. Gut. Zack. Bumm. Ein Bogen! Den er führen kann! Yay! Ist ein Anfang, immerhin. Jetzt kann er skillen. Er hat mich noch Bogen Level 1. Er braucht mindestens 20 für den nächsten besseren Bogen, glaube ich, ne? Besserer Schild noch? Besserer Schild noch. Wunderbar! Dann haben wir doch jetzt wieder einen Bogenschützenhauptmann, der auch schießen kann. Sehr schön. Eisensparter? Oh. Glückwunsch, mein Freund. Hast du komplett neue Ausrüstung bekommen heute. Wie sieht's aus mit Garn? Na, schon was Besseres. Aus dem Turnier wahrscheinlich irgendwo. Ja, die Familien sowieso. Die haben oft sehr, sehr gute Ausrüstung. Dann sage ich jetzt einfach den, den, den. Schön! Gehen wir wieder in die Burg. Vielleicht wollen sie was ablegen. Vielleicht auch im Verlies, daran habe ich nicht gedacht. Ja, wir haben ja auch ein Verlies. Und da sind einige Charaktere auch drin. Oh yeah. Wir legen hier erstmal ab. Dann... Ach, legen wir die auch mit ab. Was gerade nicht geht. Moment. Wir nehmen mit Charaktere. Wo sind sie? Hey, darf ich die nicht mehr mitnehmen? Boah! Ich darf die nicht mehr rausnehmen, weil sie nicht meine Gefangenen sind. Sehe ich das richtig? Das ist ja fies. So, ich nehme jetzt alles erstmal hier raus, was ich tragen kann, was nicht imperial ist. Das sind irgendwelche Söldner. Oh, Varega. So eine komplette Varega-Armee wäre schon geil, ne? Hier auch wieder Söldner. Schwestern. Gulams. Wie viel kann ich eigentlich? 63 insgesamt, okay. Ja, Bauern. Die brauchen wir nicht zu rekrutieren, oder? Obwohl doch, die wären zu rekruten. Ah, nee, komm. Wir wollen, wenn dann gleich schon vernünftig Rekruten haben. Palastwache. Ungeübt. Imperial, Imperial. Hier Milizen. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Wiglas brauchen wir momentan auch nicht. So, dann sind in Anführungsstrichen nur noch 98. Achso, warte, hier machst du mal den. So, die bringen wir erstmal nach Diatma. Ah, das ist ja doof, ne? Dass ich die nicht mehr mitnehmen darf hier. Das war mal anders. So, Ultiman hat was gelevelt. Wer, was, wo, wieso? Schwägerin. In Einhand. Ja gut, auf kurz oder lang wird sie eine Statthalterin. Oh. Hat sie ein Schild? Ich glaube, sie hat ein Schild, aber sie ist beritten. Also hier. So. Auf nach Diatma erstmal und dann gucken, wie der Feind jetzt reagiert. 236 Einfluss. Was machst du? Du willst noch weiter Burg Resos belagern, ja? Ich werde mir ja dann eventuell noch Attaconia schnappen. Ich will es nicht unbedingt für mich haben, aber fürs Reich. Matthäus, grüß dich! Frucht und Führung wird ohne Ende geskillt. Jetzt ist sehr schön. Die Leute heilen auch. Das heißt, Medizin müsste auch geskillt werden von unserer Ärztin. Arzt? Ärztin? Was habe ich denn da überhaupt? Arzt. Der Bogenschützenhauptmann. Der ist es, ne? Moment. Bittersud. Ja, genau. Er ist es. In die Taverne. Ich möchte alle Gefangenen in dem Fall diesmal verkaufen. Ja.
Zack. Okay, wir gehen zurück. Achso, Handel. Handel, Mensch. Handel, klar. Wir können doch wieder ein bisschen was. Hier. Ach komm, ich schlachte es. So. Oh, das bringt nur Fleisch, keine Häute. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Habt ihr wieder Midlands? Habt ihr nicht. Ihr habt nur Reitpferde. Der Bums geht raus, der Bums geht raus. Und hier, naja, bloß die in dem Fall. Naja, kleine Summen bringen auch ein bisschen was ein. Hält uns wieder ein paar Tage über Wasser finanziell. In der Taverne ist nicht jemand irgendwie Neues? Nee. Na gut, Tschüssikowski. Wir müssen den Schwung ausnutzen, so viel wie möglich zurückerobern und dann stärken. Mit der nächsten Friedensphase, die hoffentlich mal ein bisschen länger geht, dann können wir auch ein bisschen Quests machen. Problem ist nur, ich habe jetzt keinen Belagerer bei, ne? Warum reist er zurück? Was tut er? Ach so. Er hat erkannt, dass er hier oben nicht langkommt, deswegen muss er erstmal unten lang. Alles klar. Oh. Moin. Kleine Armee. Knapp 100 Gefangene. Recht viel Verwundete dabei. Ach, gegen Sturge hatten sie gekämpft, wie man sieht. Ja. 73 Rekruten, das heißt 200 sind nicht Rekruten. Das heißt, bei uns sind 350 Nicht-Rekruten. Wie spät haben wir es? Schaffen wir, glaube ich, nicht mehr in der heutigen Folge. Wie schnell sind die? Aufgrund der vielen Gefangenen auch zu langsam? Gucken, wo sie hinreiten. Ich mach mal begleiten, also verfolgen. Nicht angreifen. Bis es Tag wird. Oh, es wird ein Dorfkampf. Den will ich nicht. Ich will keinen Dorfkampf mit so einer Armee. Das wird mir zu heftig dann. Zieht mal raus aus dem Dorf, genau. Ich habe jetzt 2,7 im Wald und er 2,3. Das geht klar. Bin noch ein bisschen raus aus dem Dorf. So, wird ein Gebirgskampf. Schlecht für meine Kavallerie, außer wir haben eine schöne lange Schlucht. Aber, liebe Leute, damals jetzt einen fiesen Cliffhanger, ich weiß. Ich meine, wir hatten ja schon eine schöne Schlacht heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!